Dann benutzen wir mal den Hebel. Oh, okay. Es ist Zeit. Ja. Entschuldigung, warum? Achso, ich muss den. Wo kommen wir jetzt dahin? Ach ja, zum Uhrenturm. Kommen wir direkt in den Bosskampf rein? Sieht stark danach aus, oder? Hallo, willkommen. Hier im Museum ehren wir das große Z. Das große Z? Ja, Dragon Ball Z Zeit. Das Museum der Zeit widmet sich der Erhaltung wissenschaftlich bedeutsamer Objekte. Es gibt Ausstellungen auf jeder Etage. Oh, wie interessant. Ich muss gestehen, dass wir seit einiger Zeit nicht viele Besucher hatten. Da dunkle Mächte am Werk sind, scheint die Zeit gestoppt zu sein. Werdet ihr uns helfen, diesen schrecklichen Zauber zu brechen? Aber natürlich doch. Zieht den Hebel auf jeder Etage des Uhrenturms, um das Exponat zu aktivieren. Aber seid gewarnt. Einige von ihnen sind sehr böse geworden. Okay. Boah, wie viele Truhen sind hier? Wir haben ja immer noch nicht das Rätsel gelöst, ne? Dieses mit den... mit den Bildern. Hier geht's auch hoch. Ich finde, man bekommt mehr Gold mittlerweile durch die Gegner als durch die Vasen. Schon ein bisschen gruselig. Ist schon ein bisschen gruselig. Natürlich ein Gegner. Oh. Okay, aber. Aua. Wow. Aber ich hatte recht, es wurde direkt ein Bosskampf. Aua. Haben wir trotzdem Schaden bekommen? Ah, jetzt geht die Tür auf. Du hast gut daran getan, dieses mechanische Monster zu besiegen. Möchtest du vielleicht deine Tour fortsetzen? Steig auf zur nächsten Etage. Du hast eine Dodo-Münze gefunden. Eine Münze? Okay. Eine Dodo-Münze, wofür die auch sein mag. Dann wollen wir mal weiter. Oh mein Gott. Hallo, willkommen. Dieses Exponat vor Ihnen ist ein Tribut an die Luftfahrt. Es sieht aus wie ein mechanischer Adler. Genau, es vereint das Beste aus beiden Welten. Das Organische und das Mechanische. Von der Erde bis zum Himmel. Es gibt viele Wunder in diesem prächtigen Geschöpf zu bewundern. Ich befürchte, dass dieser Ausstellungsstück etwas verstimmt sein könnte. Oh, das klingt bedrohlich. Ja, aber um die Vergangenheit wirklich zu verstehen, muss sie am eigenen Leib erlebt werden. Warum zieht ihr nicht an dem Hebel, um das Exponat zu aktivieren? Viel Spaß. Alter, er sieht aus wie ein Transformer. Sieht mega nice aus. Transformer hier. Kann ich auch, Feuer. Oh, aber es trifft ihn nicht. Doch, jetzt, er ist voll da reingelaufen. Haha. Ah.
Mr. Transformer hier. Was? Aua. Aua. Schenke fest. Schenke fest. Aua. Oh, die sind schon stark. Was? Erledigt. Raubvogel, war das Exponat so, wie wir es erwartet hatten? Es war ziemlich intensiv. Ah, wenn man dem Wundern der Wissenschaft gegenübersteht, sind Gefühle von Intensität nicht ungewöhnlich. Zum Glück haben eure Aktionen die Zahnräder im Uhrenturm geölt. Und jetzt müsst ihr weitermachen. Geht zur nächsten Etage. Adlermünze, okay. Ich habe aber fast keine Heiltränke mehr. Wir können gleich schon wieder quasi zurück. Halt. Da ist doch etwas. Ich sehe es doch. Okay, das sieht ja jetzt erstmal ganz nett hier aus. Hallo, willkommen. Ihr habt den obersten Stock des Planetarium erreicht. Hier verfolgen wir die Bewegungen des Himmelskörper und den korrekten Verlauf der Zeit zu gewährleisten. Dieses Exponat war eine Weile lang defekt, aber ihr habt die Monster unten besiegt und jedes Stockwerk im Uhrenturm wieder aktiviert. Heute ist es wieder, jetzt ist es gerade richtig. Jetzt sind wir frei, die Zeit auf ihren natürlichen Kurs zurückzusetzen. Vielen Dank, Ravenlock. Mein Vergnügen. Ihr benötigt noch diese letzte Münze für dieses Exponat. Ich lasse euch die Ehre. Oh. Die Tür öffnet sich erst, wenn das Planetarium aktiviert ist. Okay. Funny. Hier. Die Maschine hat aufgehört zu funktionieren. Sternstaub. Jetzt können wir bestimmt hier rein. Immer noch nicht. Ha? Seid ihr bereit zu gehen? Ich kann euch die Tür öffnen. Ja. Tschüss. Wow. Ah, was für ein Anblick. Mimi. Du hast einen Zylinder gefunden. Okay. Können wir wieder ausrüsten, oder? Ein süßer, flickenbedeckter Hut mit Hasenohren, der von nervösen Hutmacher liebevoll hergestellt wurde. Dafür gibt es auch einen Erfolg. Okay. Die sind wahrscheinlich, um die Erfolge zu bekommen. Okay, ich verstehe. Die Tür sieht aber schon verdächtig aus. Oh, hey, Ravenlock. Du hast es wieder geschafft. Gute Arbeit. Hey, Finn, danke. Mit dem Besiegen von Adler-Ruhklinge und der wiederhergestellten Zeit gibt es nun einen günstigen Moment. Oder sollte ich sagen, Thüringen-Moment. Diese wird dich zurück in die Leere führen, damit du ein weiteres Relikt an dich nehmen kannst. Los geht's, beeil dich. Okay, okay. Das ging aber jetzt schnell. Das ging wirklich flott. Oh nein, oh nein. Oh, was ist passiert? Ravenlock, schnell folge mir. Die Königin hat herausgefunden, dass wir hinter ihr her sind. Und jetzt haben wir große Probleme. Was ist passiert? Nein!
Oh, da ist noch einer, da können wir noch tanzen. Ah, Ravenlock, komm näher. Du bist gerade rechtzeitig gekommen. Hast du wirklich erwartet, dass ich dich nicht finde? Meine Macht erstreckt sich in alle Ecken dieses Reiches. Und du wirst sie mir niemals nehmen. Nun, ich höre, dass du von mir gestohlen hast. Also wollte ich mich bei dir revanchieren. Deine Freunde hier, sie haben so kostbare kleine Herzen. Lass uns sehen, wie sie in meinem Verliesen zurechtkommen. Hilfe! Ravenlock! Wir stecken fest. Und wenn du es wagst, wieder nach meinem Thron zu greifen, werden deine Freunde vernichtet. Einer nach dem anderen. Oh nein, das ist alles meine Schuld. Ich habe dich hierher geführt in der Hoffnung, dass es helfen würde. Aber jetzt wird meine Familie... Sie werden hingerichtet werden. Mach dir keine Sorgen, Finn. Du hast das Richtige getan. Ich bin froh, hier zu sein. Und ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen, deine Familie zurückzubekommen. Wie schwer es auch sein mögen wird. Sein mag wird. Ah, wie auch immer. Ich habe auch eine Familie zu Hause. Und wenn sie entführt werden würde, würde ich alles tun, um sie zurückzubringen. Wirklich? Oh, danke, Ravenlock. Du hast eine gütige Seele und ich bin so glücklich, dein Freund zu sein. In Ordnung, lass uns einen Plan machen. Zuerst lege das Herz der Adler-Uhrklinge ins Schlosstor. Dann schau dich um, irgendwas im viktorischen Haus nützlich sein könnte. Das nächste Ziel wird das Gewächshaus sein. Entschuldigung, für das entführt. Wir tanzen erstmal glücklich. Ist hier noch alles beim Alten? Eine sehr toxisches Projektil. Das Geld geht uns aus. Komm, ich kauf den jetzt einfach. Okay, warte mal. Das muss für irgendetwas gut sein. Okay. Naja, egal. Ich dachte, das ist ein Accessoire, das uns einfach gegen Gift schützt. Achso, ich dachte, er wäre tot. Es gibt noch weitere Relikte zu finden. Gute Reise, Ravenlock. Okay, dann zurück ins viktorianische Haus. Hoffentlich finden wir da den Kleber, den wir für den Spiegel brauchen. Hase weg. Können wir nicht die Kerze. Wollte ich gerade sagen, können wir nicht die Kerze nehmen? Könnte doch gut funktionieren. Ja, gut, dann... geht es kurz einmal wieder zur Hexe. Die Hexe ist weg. Wo ist die Hexe? Die wurde doch nicht mit entführt, oder? Das ist jetzt interessant. Okay.
Platz des Spiegels. Oh, da kommen hier direkt Gegner. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele Gegner. Aber es sind auch gleichzeitig EP, die wir uns einverleihen können. Und Geld. Oh mein Gott, es werden immer mehr. Oh mein Gott. Das. Ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Warum kommen die immer? Ja. Okay, das scheint alles gewesen zu sein. Okay, dann können wir ja weitergehen. Gucken, ob es dem Vogel gut geht. Der ist ja gar nicht mehr hier. Der Kranich ist weg. Alle wurden geklaut. Es hat funktioniert. Ab in den Hochgarten. Oh, direkt wieder Feinde hier. Aua! Oh, du bist auch ein Feind. Hoppala. Ich dachte, mit dir kann man reden, aber nein. Sonnentauknolle. Da ist eine Tafel, der Garten des Leids. Wie bedrohlich. Aha. Werden diese Eulen von Reben erdrosselt? Was für eine düstere Statue. Die geben 400 Federn, okay. Es sieht aus wie eine Eule, aber nicht wie eine, die ich zuvor gesehen habe. Sind in den Statuen Geister gefangen? Oh, es ist ein Rätsel. Ist das eine Art Mutation? Ich hoffe, ich bekomme keine Albträume. Der Eingang ist verschlossen. Ich sollte nach einem Weg hineinsuchen. Verstehe ich nicht. Warte mal. Ich würde jetzt sagen, die Eulen jagen Mäuse und die dann, ich weiß halt nicht, was das sein sollen, Bären. Jetzt muss ich mal, so würde ich jetzt der ganzen Sache nachgehen. Ja, was ist das hier? Okay. Nee, dann doch nicht. Warte mal, dann. Jetzt bin ich überfragt. 1, 2 Eulen, 3 Eulen, 4 Eulen. Ah, hier sind nochmal diese Viecher 2. Wenn die dazu zählen, weil ich kann die nicht ansprechen, würde ich jetzt aber mal behaupten. 2, 4, 5, 6.
3, 4, die Mäuse verstehe ich gar nicht. Okay, das war anscheinend richtig. Oh mein Gott. Achso, ja, 0 Mäuse. Es waren ja 0 Mäuse hier. Aua. Burst. Es kommt mir so vor, als hätten diese Items es nicht in das Spiel geschafft oder so. Okay, warte mal. Eulen hatte ich gesagt 6 und davon 4. Ah, okay, passt. Perfekt. Natürlich nochmal ein Überfall. Der ging ja voll daneben. Wüst. Schon wieder voll daneben gehauen. Das scheint richtig zu sein. Ah, Knickfrage, okay. Okay, Feind. Hier muss sich Ernst der Botaniker befinden. Es gibt ein unerwünschtes Wesen, das den Eingang blockiert. Ich sollte einen Weg finden, um hineinzukommen. Oh mein Gott, jetzt spawnen Monster wieder. Das hier ist mehr Labyrinth als... Oh, ist das oben ein Schaltkasten? Vielleicht bringt er den Strom zurück. Ich sollte einen Weg finden, um ihn herunterzulassen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Es hat funktioniert, der Strom ist wieder da. Nice, glaube ich. Es scheint sich um eine Art experimentelle Kreatur zu handeln. Ich erkenne aber nichts tatsächlich. Überwacht diese Maschine die Experimente? Können wir nicht... Ich frage mich, wofür diese Maschine ist. Einfach draufdrücken. Okay, ich glaube, das war jetzt schon mal alles. Okay, was müssen wir denn hier machen?
Ich frage mich, okay, Experiment wieder. Da ist ein Schlitz, um eine Sonnentauknolle einzusetzen. Ja, es hat funktioniert. Okay, das haben wir ja schon öfters gefunden, das ist das also. Was kreieren wir da gerade? Säurenbombe? Ah, okay, können wir das nochmal herstellen? Können wir jetzt mehrere Bomben herstellen? Weil wir haben ja schon sehr viele gefunden. Für umsonst? Warum nicht? Ich meine, sie machen nur 375 Schaden, aber besser als gar nichts, oder? Geschafft. Ich würde, hier drin gibt es viel giftiges Gas. Mir wird schwindelig. Aber wir haben noch diesen Giftring jetzt. Das ist, ich glaube, dafür brauchen wir den. Tatsächlich. Wir können, glaube ich, unendlich dieser Bomben herstellen. Ich nehme sie erstmal mit. Kann ja nicht schaden. Okay, man kann sogar überspringen, dann machen wir das eben. Oh, hab kein Sonnentau mehr. Okay, habe ich es gerade herausgefunden, wie schneller geht. App. Das sieht nicht gesund aus, Freundchen. Ah, die Stromversorgung ist wieder aktiv. Die Energie schwankt hier oft stark. Aber jetzt werde ich in kürzester Zeit wieder mit meiner Frau vereint sein. Hallo, bist du Ernst, der Botaniker? Und wo ist deine Frau? Siehst du nicht, dass ich mich in der Endphase ihrer Wiederbelebung befinde? Ich trinke mal kurz einen Schluck Kaffee. Der ist sogar jetzt noch warm. Oh. Ein Genuss. Entschuldigung, das musste sein. Oh, meine Liebe, es dauert nicht mehr lange. Hey, wenn du mir hilfst, wird dieser Prozess viel schneller vonstatten gehen. Was soll ich tun? Gehe zur anderen Konsole und wähle die genaue Zahlen. In Ordnung, welche Zahlen sind es? Du findest sie in meinen Notizen auf dem Balkon. Okay, da muss ich wohl erstmal zum Balkon. Schau mich mal hier um, ob es irgendwas gibt. Was ist, wenn ich die falschen Zahlen eingebe? Wird er dann wütend? Aber warte mal, ich hatte doch Notizen hier in den Gegenständen, oder? Ne, das war ein Seilbahnticket. Okay. Hey, passt du überhaupt auf? Wenn du mein Helfer sein willst, musst du die Wissenschaft richtig machen. Stelle sicher, dass du die genauen Zahlen einstellst. Maximum Volt. Wird schon schief gehen. Power. Power. Hä, aber wo müssen wir denn dann hin? Der maximale Wiederherstellungseffekt tritt nach 18 Sekunden Anwendung auf.
18 Grad, okay. 18 Grad und 180 Volt. Warum sagt er mir das nicht einfach? Hä? Hä? Oder mein, also Kryostat, meine kalt, minus 18 Grad. Sind alle Zahlen eingestellt? Ja. In Ordnung. Aktivierung in 3, 2, 1. Champion der Königin, okay. Watch out. Flora ist Esmeralda, aua. Das ist blöd, weil man... Jetzt geht das Zeichen da nicht weg, so. Also so viel zieht das gar nicht ab. Zieht schon viel ab. Aua! Jetzt wird er bestimmt sauer. Stecker ziehen. Erfolg, okay. Eine Blumenkrone. Okay, ich dachte, er wäre böse. Er flieht jetzt oder so. Das ist so verwirrend. Wie konnte meine Berechnung falsch sein? Und meine Frau, sie muss zurückgebracht werden. Ich brauche ein weiteres Exemplar, um von vorne anzufangen. Ey, willst du mein menschliches Exemplar sein? Nein, danke. Bah, du siehst sowieso nicht aus wie sie. Ja. Liegt es am Hut? Blumenkrone. Die erste Krone, die mit dem Kopf zusammenpasst, tatsächlich, finde ich. Aha! Oh, der arme Hase! Hey, Ravenlock, großartige Arbeit, wie du Flora Esmeralda besiegt hast. Die war ziemlich schwach. Nun, du solltest das Prozedere mittlerweile kennen. Sammel alles, was du brauchst und betrete den Teleporter. Jetzt, wo die Königin geschwächt ist, kannst du in die Leere zurückkehren und das letzte Relikt an dich nehmen. Verstanden, super. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
vollherzig. Er ist nicht da. Platziere das dritte Relikt am Schlosstor. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Ich denke mal, es wird dann die letzte Folge werden. Macht's gut, meine Freunde, und auf Wiedersehen. Tschüss.